Ich hatte mich ja jetzt endlich entschieden. Keine Ahnung. Ich muss meinen Keller ausbauen gehen. Flup, flup. Tägische Wein wieder. So, ich habe wieder eine Geode bekommen von meinem Boyfriend. Huch. Nice, mein Freund ist so süß, er schenkt mir ständig Steine. Yay. Pastinakensuppe habe ich gelernt. Ich habe irgendwas anderes. Nussbürger Barsch habe ich gelernt. Gebratene Aal habe ich gelernt. Milchreis habe ich gelernt. Herbstfülle habe ich gelernt. Kürbissuppe habe ich gelernt. Füllung habe ich gelernt. Alter. Bohneneintopf habe ich gelernt. Fischsuppe habe ich gelernt. Werbung. Piers Gewichtsmalladen hat jetzt 7 Tage die Woche geöffnet. Was hast du für Geld geschenkt bekommen? Ich? Why? Ich habe von Key 10.000 Gold geschenkt bekommen. Ach, weil du ja, weil du in der Mine das und das Level erreicht hast. Ja, ich muss noch hier die Regenbogenmuschel da irgendwo. Haben wir in der Kiste, im Lager, in der Fischkiste. Ja? Ja, habe ich extra reingetan. Achso. Als ich die gesammelt habe, weil ich mir schon dachte, dass es euch noch fehlt. Ja, ich habe vor 1-2 Tagen mal die Batterie da abgegeben. Ja, Batterien haben wir auch genug. Wow, unser Pfirsichbaum hat jetzt rekapituliert. Wir haben keinen Kohlebaum mehr. Juhu. Was hat kapituliert? Rekapituliert. Unser Pfirsichbaum ist wieder Pfirsichbaum. Yay. Oh. Ist doch doof. Was? Warum? Ich dachte, du wolltest ihn abholzen. Nee, ich bin gelassen wegen Kohlebaum. Aber jetzt gibt er keine Kohle mehr. Ah. Sad. Trauriges Leben. Sad, sad situation. Was ist los? Ein Dinosaurier! Ein kleiner süßer Baby-Dinosaurier. Wie nennen wir den? Midi. Nein. Ja, Rexy oder so. Emirexy, genau. Emily. Nein, Emily. Sehr schön. Nennt sie eh nicht. Ich eh nicht, ja, genau. Das ist wahrscheinlich jetzt gleich Marcel oder so. Ich glaube, du hast aufs Schwarze getroffen. Ich glaube auch. Jasmin, böser Baum. Ja, böser Baum. Soll weiter Kohle produzieren. Nicht blöde Pfirsiche. Wer denn schon Pfirsiche kann er nur. Kohle haben? Was? Wer will denn schon Pfirsiche, wenn er Kohle haben kann? Richtig. Ja. Frechheit. Das ist ein Frechheit. Das ist ein Frechheit. Ach, mein Gott, was ist denn los mit mir gerade? Also so richtig schöne Tapeten, das ist auch so eine Sache, ne? Ja, gibt's nicht wirklich. Deswegen habe ich mir auch eine Mod dafür geholt. Für Tapeten. Ist das dein fucking Ernst? Ja. Ja, schlimmer als ich. Tapeten, Trompeten. 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 Töre, Emily. Du liebe Deko-Frau. Okay. Du kannst sprechen und bist überall bekannt. Töre. Emily. Bei dir gibt's viel zu sehen. Wir lieben dich. Naja. Was? Was hat er jetzt gesagt? Ich gebe mal gerade 100.000 aus, ja? Okay. Ja, für meinen Keller. Das Naja war übrigens auf die Tapete bezogen. Ah! Das mit hier, mit das neue Herzewind mit Linus und Robin, ob man sich ein Haus für ihn bauen lassen kann. Oh, aber er nicht will, ne? Ja, richtig, ich will lieber in der Natur bleiben. Der Arme. Der Arme. Er hat das für sich so entschieden. Wer sind wir, dass wir darüber urteilen wollen, dass es falsch ist? Das stimmt. Huch. Das war jetzt gerade scheiße. So. So, jetzt muss ich zu Shane. Shane. Ja, ich möchte endlich meine blauen Hühner haben. Da musst du erstmal neuen
Stall bauen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Das Geld haben wir ja. Dille. Ich bin gerade mit der Herzevent hier. Ich kenne das selber Trigger, noch nicht. Trigger. Also ich kenne das schon, nur ich habe es mir nicht ganz durchgelesen damals. Wie schockiert Robin ist, weil er ablehnt, bei mir zu wohnen. Was? Er mag sich im Rhythmus der Natur bewegen. Alles klar, Linus. Let's go for it. Hallo, Shane. Hier habe ich ein Bier für dich. Ich gehört, du bist trocken. Ist ja wie ich und Lea, Mensch. Es liegt Alkohol in der Luft. Wer denkt an mir? So, der Herz wird erledigt, wunderbar. Ab wann konnte man nochmal das Haus bauen für Pam und Penny? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich auch nicht. Naja, jetzt lass ich erstmal mein Haus ganz ausbauen, vielleicht danach. Wenn es erst geht, wenn wir jetzt Linas Haus ausbauen, dann muss Linas Haus leider gelöscht werden, tut mir leid. Ja, aber ich will das Haus sehen von Penny und Pam. Also ich meine, aber wenn du deins ausgebaut hast, das steht doch da, wo der Wohnwagen von denen ist, oder nicht? Ja, trotzdem. Und du meinst, mich jetzt wieder? Und du meinst, wenn ich meins ausbaue, geht das sowas? Ja. Ja, dann. Meine Schweine. Meine Schweine, wa? So, jetzt geht's ab ans... Es geht ab. Nicht hält sie am Boden. Emily sagt einfach gar nichts zu. Ja. Ja, sie ist ein bisschen baff. Also entweder ist Emily schon wieder bei den Tieren, weil ich weiß nicht, was sie macht. Ich dekoriere. Bei den Tieren. Nein, bei mir. Ach so. Schon wieder? Hä, ich habe mein Haus gerade ausgebaut, jetzt muss ich das nochmal neu dekorieren. Dekoriert jetzt wirklich beide? Nein. Oh Gott. Der Einmarsch in vier Wänden ist wieder real. Ja, ich muss ja gucken, was es hier gibt, ja? Also ich habe ja noch gar keine Ahnung hier. Ja. Ja, was denn? Nix, aber nichts gesagt. Einfach nur dich wiederholt. Hm. Soll mal ein bisschen Licht ins Kinderzimmer bringen. Ach, wer braucht denn Licht als Kind? Das sind nur billige Arbeitskräfte, wenn nicht. Arbeitskräfte? Nee, die tun ja nichts, also. Leider nicht, nee. Ganz schön frech. Ja, wir können sie nur. Nutzlose Biester. Was hast du jetzt gesagt? Ich weiß. Nicht sehr nett von dir. Möglich. Nee. Wieso haben wir eine Bombe und eine goldene Maske hier in der Deko-Kiste draußen? Das weiß ich nicht. Emily, du weißt schon, dass die Abgabekiste, also die Bombenkiste kommt in die Monsterkiste und die goldene Maske kann an die Kiste zum Ausgang vom Hof. Da ist immer noch eine Kiste, okay. Ja. Okay. Immer noch. Okay. Huch. Gott, braucht er viel Platz. Was braucht viel Platz? Der Fernseher. Der große? Ja. Ja. That's true.
Oh, wie soll denn das Kinderzimmer aussehen? Am besten schön. Dankeschön. Bitteschön. Also die Deko, was, schon 20 Uhr? Ach krass. Ja, wenn ihr nur dekoriert, ist klar, dass nichts passiert bei euch. Ja, aber das ist so schnell halt geht, wa? Ups. Ja, das gefällt mir. Ich möchte ans Fenster, ich möchte nicht mit dir reden, danke. Verpiss dich, Sebastian. Das soll ich nicht sagen. Gehst aber nicht sehr nett mit deinem Ehemann um. Muss sich dein zukünftiger Ehemann Gedanken machen. Ja. So. Quasi. Okay. Es fehlt nicht mehr viel, ansonsten ist der ganze Hof mal hübsch hier. Ich habe jetzt keinen Bock hochzulaufen. Oh. Wow. Ich kann. Was denn? Ich kann Sense nicht mehr schreiben. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ihr müsst auch nicht alles kommentieren oder nachmachen. Okay. Doch. Zack. So, okay. Ja, gut, das passt jetzt nicht. Das ist ein bisschen doof. Was passt nicht? Dann machen wir das mal so. Hier. Wir müssen überlegen, was wir jetzt so ins letzte Eck vom Hof ballern dann. Ja, inwiefern? Naja, der Rest ist halt schon belegt, nur halt unten linke und linke untere Ecke fehlt noch. Achso. Kann man das Design seiner Küche ändern oder geht das nur mit einer Mod? Das geht nur mit einer Mod. Ja. Erst wenn sie älter sind. Ja, erst wenn die Kinder älter sind, sind sie gute Arbeitskräfte, das stimmt. Vorher nicht. Nicht gute, billige. Billige Gott, Arbeitskräfte. Gut sind? Das ist nur so die Frage, wa? Deswegen habe ich mich ja verbessert. Deswegen habe ich mich ja verbessert. Zack, 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 zack. Wir haben 0 Uhr. Okay. Okay. Akzeptiere ich. Danke für die Info. Bitteschön. Mit diesem blöden Tisch, danke. Jetzt dekorieren die beiden nur noch, wirklich. Ja. 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 Ich will auch, dass mein Haus vernünftig aussieht. Ja. Und nicht so wie die letzte Rampenschule. Ja. Meine Bude sieht auch nicht unbedingt gerade so schön aus, also bitte. Ja. Dekorieren. Nein, das ist kannst nicht du spannend. Ach, beziehungsweise ich kann es ja selber, muss ich dich gar nicht drum bitten. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich sie müte, bringt dir das nichts. Nee. Es lädt aber lange hier. Auf wen warten wir eigentlich? Emily. Ja. Ja. Hi. Ja, ja. Ja. Ah, jetzt. Ich dachte gerade schon. Ich habe wieder ein Problem hier. Nee, Gott sei Dank nicht. True. Huch.